Ja, wir haben zu wenig Kinder, das ist Fakt. Aber wir können den demografischen Wandel gestalten in Deutschland. Und das macht man vor allen Dingen durch bildungspolitische Maßnahmen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir tiefer, systematischer nach Talenten bohren. Und dass wir soziale und kulturelle Grenzen durchbrechen. Wir brauchen die Studierenden aus Deutschland und die aus dem Ausland, um die deutsche Industrie voranzubringen. Diese jungen Menschen sind unsere Chance. Jeder dieser jungen Menschen ist eine Chance für unser Land. In jedem dieser jungen Menschen steckt vielleicht ein grandioser Ingenieur. Ich denke schon, dass durch die dualen Studiengänge völlig neue Zielgruppen angesprochen werden können. Und ich bin überzeugt davon, dass das für Unternehmen ein gutes Modell ist, Talente für die Zukunft zu entdecken und zu gewinnen. Ingenieure werden gebraucht in der ganzen Republik für sehr unterschiedliche Branchen. Wir müssen schon im Kindergarten anfangen, die Kinder zu begeistern, zum Beispiel für die MINT-Fächer, für Technik, für Naturwissenschaft. Wir müssen neben der jungen Generation natürlich auch die ältere Generation in den Blick nehmen. Quartäre Bildung ist ein zentraler Standortfaktor für Deutschland oder auch für Europa. Mit 60 fängt für manche Leute eigentlich erst das intellektuelle Leben an. Und auch da ist die Frage, die sind noch 20 Jahre da, die können noch 20 Jahre denken, arbeiten, etwas beitragen. Was ist mit denen? Das deutsche Bildungssystem ist hochleistungsfähig. Gleichwohl gibt es eine Reihe von Feldern, wo wir noch besser werden können. Und der Hochschulbildungsreport beschreibt genau diese Felder, auf denen es notwendig ist, Verbesserungen anzustreben. Und er zeigt, wie Verbesserungen möglich sind. Herr Professor Schlüter, kommen Sie zu uns auf die Bühne. Vielleicht ein Applaus für Herrn Schlüter. Ist ja auch ein steter Schaffer und Mahner. Herr Schlüter. Von daher freuen wir uns, dass Sie auch heute hier dabei sind. Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben die Bildungsinitiative Zukunft machen schon angesprochen. Diese hat der Stifterverband im letzten Jahr gestartet. Warum genau, aus welchen Intentionen heraus? Ja, es gibt seit einigen Jahren eine Exzellenzinitiative für die Forschung. Die ist wichtig und richtig. Wir wollten darauf aufmerksam machen, dass die Bildung, die Lehre an deutschen Hochschulen mindestens mal genauso wichtig ist wie eine gute, exzellente Forschung. Und wir haben versucht, Handlungsfelder zu beschreiben mit unseren Mitgliedsunternehmen zusammen, wo wir bestimmte Erwartungen haben an unser Hochschulbildungssystem. Das haben wir runtergebrochen auf 6 Felder, wo wir genau beschrieben haben, was dieses Bildungssystem leisten muss. Da geht es um Chancen von jungen Menschen, vor allen Dingen um die aus Elternhäusern, die andere Bildungserfahrungen gemacht haben, um junge Leute mit Migrationshintergrund und deren Chancen, vor allen Dingen die Realisierung dieser Chancen. Es geht um das Zusammenspiel von beruflicher und akademischer Bildung, es geht um das lebenslange Lernen, es geht um das ganz wichtige Thema der Ausbildung von Lehrern, die dann wieder die jungen Menschen unterrichten, es geht um Internationalität unseres Bildungssystems und als sozusagen Querschnittsthema ausreichend gut ausgebildeten Nachwuchs in den MINT-Fächern. Und da haben wir versucht zu beschreiben, was erwarten wir und wie können wir da vorankommen in diesem Bildungssystem. Sie beackern ja wirklich ein Lebensthema. Der Stifterverband in der Gänze mit dieser Initiative. Über die Details wollen wir später noch genau sprechen. Herr Professor Barner, Sie sind jetzt seit einem Jahr Präsident des Stifterverbandes. Wie erleben Sie den Verband? Der Stifterverband ist, und das merkt man von außen gar nicht so sehr, aber wenn man ganz viel aktiver dabei ist, ist eine wunderbare Organisation. Wir haben so viele Stifterinnen und Stifter, die sich engagieren, so viele Unternehmen, Unternehmensvorstandsvorsitzende, die sich in den Landeskulturen oder auch im Vorstand engagieren. Und wir haben eine exzellente Geschäftsstelle, die kluge Leute hat, die viel erkennen und bewegen. Und dann damit diesen Schulterschluss zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu finden einerseits und dann aber auch immer wieder in die Zivilgesellschaft hineinzuwirken andererseits, ist eigentlich eine wunderbare Aufgabe. Es wäre an sich ein lebensfüllendes Werk. Eben, es ist wirklich eine zentrale, große Herausforderung, vor der wir ja alle stehen, vor der eben der Stifterverband eine ganz zentrale
Rolle eingenommen hat. Herr Schlüter, jetzt wollte ich hier nochmal genau nachfragen. Sie haben die zentralen Herausforderungen ja im Grunde schon skizziert. Gestern kam ja der Hochschulreport heraus, wurde präsentiert von Ihnen gemeinsam mit McKinsey. Und wenn wir uns jetzt schon mal auf eins fokussieren wollen, die Lehrerausbildung. Es wurde ja wohl gestern als ein Hauptpunkt herausgezogen. Da muss entschieden was passieren. Ist das so? In der Tat, die Lehrerbildung ist sozusagen der Flaschenhals. Da geht es darum, das Hochschulwissen über die Lehrer in die Breite zu transportieren, also die zentrale Funktion in unserem Bildungssystem. Und dazu brauchen wir hervorragend ausgebildete und entsprechend motivierte Lehrer. Und das ist Aufgabe der Hochschulen, sie darauf vorzubereiten, in dreifacher Hinsicht. Sie müssen das fachliche Wissen haben, das sie vermitteln sollen. Sie müssen aber auch die didaktischen Fähigkeiten besitzen, um dieses Wissen dann an die jungen Leute zu bringen. Und vor allen Dingen, sie sind Menschen, die mit jungen Menschen arbeiten, also Pädagogen, auch darauf müssen sie vorbereitet werden. Und da gibt es eine Reihe von Entwicklungen, die sind nicht ganz erfreulich, die könnten auch in die andere Richtung gehen. Jetzt ist Bildungspolitik ja Ländersache. Welche Möglichkeiten hat der Stifterverband, auf die Politik zuzugehen und Dinge einzufordern? In der Tat, Bildungspolitik ist Ländersache. Es gibt 16 unterschiedliche Modelle der Lehrerbildung in Deutschland. Das kann man so gut finden. Das kann man aber auch an Teilbereichen mindestens mal hinterfragen. Wir haben einen Prozess gestartet, wo wir neue Ansätze der Lehrerbildung an einzelnen Hochschulen gezielt unterstützen, vor allen Dingen, um die jungen Leute besser auf die späteren beruflichen Tätigkeiten vorzubereiten. Das war ein großes Defizit in der letzten Befragung. Immer mehr junge Lehramtsstudenten sagen, dass sie nicht ausreichend vorbereitet sind auf ihren späteren beruflichen Einsatz. Wir machen das mit einem Monitor Lehrerbildung. Wir machen das mit Ausschreibungsprogrammen, wo wir einzelne Universitäten gezielt unterstützen, um genau das zu erreichen, was ich gerade versucht habe zu skizzieren, nämlich alle drei Funktionen abzudecken in der Vorbereitung auf die späteren Aufgaben. Zumal sich die Jugend ja sehr wandelt, wie wir alle im privaten und im öffentlichen Umfeld erleben. Herr Barner, jetzt möchte ich mit Ihnen noch die Kurve bekommen. Was bedeutet das dann für die Wirtschaft? Der Stifterverband ist ja ein Gremium der Wirtschaft und das große Ziel ist natürlich, zur Verbesserung der Gesellschaft beizutragen, eben aber über die Wirtschaft, die ja das Leben trägt, die Arbeitsplätze schafft und zum Wohlstand des Landes in erheblichem Maße beiträgt. Bevor ich in die Kurve hineinfahre, die ich gleich, dann benutzen wir vielleicht noch eine interessante Beobachtung. Bei der Exzellenzinitiative war genau eine Universität dabei, nämlich die Universität Köln, die ganz gezielt die Lehrerbildung ins Zentrum gestellt hat. Und der Präsident der DFG, Herr Professor Strohschneider, hat heute früh nochmal festgehalten, wie undifferenziert im Augenblick die Lehrerausbildung in den Universitäten ist. Ich glaube, da gibt es wirklich viel zu tun. Und da kann natürlich der Stifterverband, um jetzt in die Kurve hineinzukommen, kann der Stifterverband natürlich versuchen, mitzuhelfen über die Landeskuratorien, über die Beziehungen zu den Universitäten, um sicherzustellen, dass die Differenzierung wieder größer wird, damit die Lehrer besser ausgebildet werden können. Für uns sind die zentralen Fragen des Wissenschafts- und Bildungssystems natürlich die des demografischen Wandels und es sind ganz besonders die, wie wir genügend Nachwuchs bekommen für die Unternehmen. Die Wirtschaft kann dort Angebote machen. Es gibt duale Studienausbildungen, aber wir sind natürlich ganz stark darauf angewiesen, dass die Kinder, die Schüler überhaupt die Universitäten erreichen. Und das ist ja ein Teil der Bildungsinitiative, dass wir sicherstellen wollen, dass Kinder mit Migrationshintergrund eben eine größere Chance haben, das Studium zu erreichen, dass bildungsferne Schichten eine größere Chance haben, ihr Studium erfolgreich abzuschließen. Denn nach wie vor ist es so, dass wir hier in Deutschland eine viel tiefere Erfolgsquote haben, als wir das beispielsweise in den angelsächsischen Ländern beobachten. Was nicht zu verstehen ist, wenn man die Bemühungen in der Schullandschaft mitbekommt. Die Probleme werden vielfach beschrieben, aber die Lösungen sind offensichtlich schwierig umzusetzen. Ich würde sagen, meine Herren, wir setzen hier einen Punkt.